Ja, Mountainbiken ist für mich nicht nur Sport, sondern Mountainbiken ist für mich Leidenschaft, die ich mit der Natur verbinde. Und die Natur hat mich eigentlich auch zum Mountainbiken gebracht. Ich fahre jetzt seit 11 Jahren Mountainbike, und bin seit diesem Jahr auch fertig mit meiner Trainer C-Ausbildung im Guiding und Coaching. Daher freue ich mich ganz besonders, anderen meine Leidenschaft in diesem Projekt näher zu bringen. Ich freue mich, etwas zu lernen und selber in Natur Fahrrad fahren. Ich fahre in meiner Freizeit Fahrrad fahren, aber ich kenne nicht so gut Mountainbike. Hallo, ich bin der Bosho und wer bist du? Guten Tag, ich bin Mohsen. Hi, du bist Muslim. Gut. Ja, damit du jetzt hier auch richtig Spaß hast, wollen wir erstmal dein Fahrrad, das du hier, ein wunderschönes Nox-Bike, Danke. wollen wir das erstmal auf dich ein bisschen einstellen. Stellen wir mal den Sattel auf die Höhe ungefähr ein. Dann wirst du mit dem Fahrrad jetzt auf diese Höhe mal entlang fahren. Ich schaue mal, ob sich deine Hüfte bewegt oder nicht. Und dann korrigieren wir einfach den Sattel noch mal etwas nach. So, da können wir jetzt rein theoretisch noch etwas höher jetzt drauf. Und dein Fuß, wenn du ausgestreckt hast, ne, muss der hier gerade so leicht, nicht gerade so ganz leicht nicht berühren, ne? Das ist so das Ziel, was wir haben. Und dann stellen wir das etwas runter, ziehen es an, nicht zu fest, weil wenn du stürzt und du machst ganz fest, ne, und dann geht das knacks, geht das kaputt. Und wenn es aber nicht so fest ist, guck, wenn du stürzt, bewegt er sich trotzdem, ne, und du kannst so ein bisschen nachregeln. Mit allen Fingern ist noch stabiler, ne, hast noch mehr Gewalt. Aber einen Finger brauchst du für die Bremse. Aber du brauchst keine zwei und du brauchst auch keine fünf. Dann auch sicher auf unserer Tour fahren zu können und dass unser Bike auch sicher ist, machen wir einen kurzen Bike-Check. Das machen wir mit dem berühmten M. Wir fangen unten an, gehen hoch, gehen wieder runter, gehen wieder hoch und wieder runter. Also wie ein M. Nehmen wir einfach das Fahrrad, heben es etwas an. Schauen auf die Lauffläche und drehen das mal nicht, dass da etwas beschädigt ist. Weiter hier runter, nehmen die Pedale, ne, nehmen wir so ein Pedal, also einmal, dass es dreht, ne, und dann schauen, dass es auch fest ist. Und hinten und wackeln mal so hin und her, dass der fest ist. Jawohl, wunderbar. Das war es auch schon. Dann gehen wir runter, wieder da hinten, das M. Hier schauen wir auch, heben wir etwas an und schauen nach dem Reifen, dass da kein Dorn, dass es kaputt ist. Auch am Fahrrad sind wir jetzt soweit fertig. Jetzt schauen wir noch nach unserer Ausrüstung. Das ist der Helm. Da machst du auf, komplett auf. Ja, dann nimmst du die Hand über den Helm, so nicht dran greifen, nur oberhalb. Und beugst dich nach vorne und wackelst mal. Ja, und da darf der nicht runterfallen. Du hast also die Knie leicht durchgestreckt. Ne? Du beugst dich nach vorne an den Lenker, hast den Lenker dran und hast die Arme etwas gebeugt. Ne? Das ist die normale Grundposition. So sieht die aus. So fährst du normalerweise auf dem Fahrrad. Schaust nach vorne, ne, und aus dieser Position, wenn was kommt, kannst du runtergehen, ne, kannst du zur Seite gehen, du kannst noch etwas nachgeben, du kannst noch ein bisschen in die Richtung gehen. Das ist so eine mittlere Grundposition, die man immer hält. Immer wieder, wenn du dich erwischst, dass du so gerade machst, ne, weil wenn du so gerade machst, da kommt irgendwas und dann geht das alles durch auf die Schulter und dann muss die Federung alles machen. Und wenn du so hast, kannst du immer. Ja? Ja, genau. Gefällt mir. So können wir anfangen, ja.
So, Mosen, schauen wir jetzt nach dem Bremsen. Du hast eine Vorderradbremse, das ist die linke Hand. Ja. Wenn du jetzt dein Fahrrad etwas schiebst, ne, und du ziehst die Vorderradbremse, dann kann das vorne hochgehen. Ziehst du nur die Hinterradbremse, blockiert das Hinterrad. Also wir benutzen beide Bremsen. Du fährst jetzt vor, trittst und ab der gelben Pylone gehst du in die Brunnenposition, die wir jetzt schon geübt haben, und ab der roten Pylone fängst du mal an zu bremsen. Erstmal nur mit der Hinterradbremse, zweitens dann mal nur mit der Vorderradbremse und dann auch mal mit beiden zusammen. Und wir verändern dann einfach auch deine Position auf dem Fahrrad, sodass du merkst, wo ist die beste Position. Oben, unten, hinten, vorne, das probieren wir jetzt mal aus. Jawohl, Grundposition, jawohl, und hinten, ja. Fehler gemacht. Super. Danke. Ja, du kannst dosieren, das ist ganz wichtig. Also du machst nicht zu fest vorne. Du machst, wenn es hinten zugeht, machst du ein bisschen auf, ne? So mit Gefühl. Schön. Danke. Ja, gefällt mir. Wir haben heute wirklich Spaß gemacht und ich musste noch mehr lernen. Okay. Danke. Freut mich sehr. Ja, danke.